In Durban kam die Lotsin mit dem Helikopter an Bord und wir haben uns leider den falschen Platz ausgewählt, denn wir haben leider nichts davon gesehen. Wir hatten dafür einen sehr schönen Blick auf die Skyline von Durban und an Land haben wir uns direkt einen Uber geschnappt und sind zu einem Vorort gefahren, nämlich nach Umlanga. Und dort waren wir richtig schick essen, nämlich in der Oyster Box. Das ist so ein wirklich schönes Hotel mit einer Außenterrasse und das sah wirklich atemberaubend schön aus. Das hätte ich nicht gedacht. Und hier seht ihr einmal noch die Außenterrasse, da wo wir auch gegessen haben. Die Außenterrasse war wunderschön abgestimmt mit dem Leuchtturm und sogar die Butter war hier abgeklebt vorher. Wir haben hier ein asiatisches Gericht gegessen und zudem noch ein Curry, denn das Restaurant ist für seine Curries bekannt. Außerdem sollen hier manchmal Affen vorbeikommen und sich am Essen bedienen. Leider haben wir keinen davon gesehen. Nach dem Essen ging es dann noch zu Fuß weiter durch die Nachbarschaft. Es war wirklich super sicher. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und dann sind wir natürlich noch Souvenirs shoppen gegangen. Und das hier, was ihr gleich sehen werdet, das waren die besten Donuts meines Lebens. Die waren unfassbar lecker. Zurück in Durban waren wir dann bei der Golden Mile und ich zeige euch hier einmal, wo wir davor waren, in Umlanga. Und hier waren wir am Strand, aber auch im Aquarium. Und am Ende des Tages haben wir uns dann noch eine Kanalfahrt gebucht und das war wirklich super schön. Die Nachbarschaft war sehr gepflegt, sehr sauber und wir haben uns wirklich auch hier sehr sicher gefühlt. Und so ging ein wirklich schöner Tag in Durban zu Ende. Hi, ich bin Vivi und ich befinde mich seit 93 Tagen auf einem Kreuzfahrtschiff, nämlich der Aida Sol und wir fahren mit ihr 117 Tage um die Welt. Ich bin gerade in Südafrika, genauer gesagt in Port Elizabeth und im Edo Elefantenpark und wir machen gleich eine Safari, deswegen habe ich auch mein Safari-Outfit an. Und was wir dort sehen werden, weiß ich selber noch nicht ganz genau, ich bin sehr gespannt und ihr könnt es auch sein, denn ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß! Bei der Aufnahme hier seht ihr einen Zaun und der wurde errichtet, damit größere Tiere, vor allem Elefanten, davon abgehalten werden, bei diesem Wasserloch zu trinken. Es gibt natürlich auch Wasserlöcher für die Elefanten, wo kein Zaun ist, aber da die anderen Tiere sonst verscheucht werden würden von den Elefanten, müssen manche Wasserlöcher geschützt werden. Das ist aber tatsächlich der einzige Eingriff von Menschen, die hier in dem Park gemacht werden. Und hier in der Aufnahme seht ihr auch ganz schön, warum manche Wasserlöcher geschützt werden müssen. Denn die Elefanten haben einfach gar keine Lust darauf, dass kleinere Tiere, wie hier in dem Fall Warzenschweine, auch nur in die Nähe des Wasserlochs kommen. An dieser Stelle durften wir sogar aus dem Jeep aussteigen und uns hinter so eine hohe Wand stellen, die mit Gucklöchern versehen war. Und dadurch konnte man die Elefanten wirklich von nahen betrachten.
Nach ein paar Stunden sagte unser Guide, dass es jetzt Zeit wäre zu essen. Und das war ein wirklich wunderschöner Picknickplatz. Und die Affen haben natürlich auch gesucht, ob sie noch den ein oder anderen Snack finden können. Dieses Essen wurde uns dann von unserem Guide zubereitet. Die Safari hier in diesem Park war wirklich super schön, aber man muss sich natürlich auch dessen bewusst sein, dass der Edo-Elefantenpark nicht umsonst Edo-Elefantenpark heißt. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Elefanten gesehen, Zebras und auch Warzenschweine, aber von anderen Tieren war leider nicht so viel zu sehen. Deshalb haben auch ganz viele neben dem Edo-Elefantenpark auch Safaris in anderen Parks gebucht, was dann zu empfehlen ist, weil die haben dann wirklich alle Big Fives gesehen. Und auch noch ganz viele andere Tiere, wie zum Beispiel Giraffen, Hippos oder auch Nashörner. Oder was ich zum Beispiel vermisst habe, war ein Gepard. Am zweiten Tag haben zumindest wir keine weitere Safari gebucht, sondern so eine Art Flussfahrt, nämlich zu der größten Düne hier in der Gegend, der Düne Alexandria. So, und dann kommt natürlich meine Bewertung zu Durban, aber auch zu Port Elizabeth. So, beim Sicherheitsgefühl, da müssen wir ein bisschen rechnen, denn ich habe 3 Punkte zu vergeben. Bei Durban war das ja so, dass wir erst in der Nachbarstadt Umlanga waren und dort habe ich 8 Punkte gegeben. Und so sah es auch in Durban bei der Golden Mile aus. Dort habe ich auch 8 Punkte gegeben, weil ich mich wirklich eigentlich sicher gefühlt habe. Wo ich 0 Punkte gegeben habe, war Durbans Innenstadt und das war so unangenehm quasi, dass wir da gar nicht erst durchgelaufen sind, sondern eher durchgefahren. Und was wäre unangenehmer, als gar nicht erst diese Orte zu besuchen? Deswegen 0 Punkte. Jetzt haben wir hier 3 Faktoren, deswegen habe ich die auch zusammengezählt und durch 3 geteilt. Und dann kamen 5 Punkte bei Durban raus. Und bei Port Elizabeth habe ich das Gleiche gemacht. Dort hatte ich ja auch 3 Ziele. Also einmal die Safari, da habe ich 10 Punkte gegeben, da war alles super. Auch bei der Dünen-Safari, da habe ich 9 Punkte gegeben. Und auch bei Port Elizabeth, gerade was die Stadt angeht, wir wurden da wirklich gewarnt von allen Seiten, von allen Guides, von Einheimischen und so weiter, bloß diese Orte nicht zu besuchen. Und auch die Mitreisenden, die diese Orte besucht haben, haben nicht so tolle Sachen berichtet. Deswegen auch hier 0 Punkte. Und auch hier habe ich wieder alle 3 zusammengezählt und durch 3 gerechnet. Und da kam ich auf 6 Punkte. Bei der Landschaft habe ich bei Durban 7 Punkte gegeben. Es war halt wieder so ein städtischer Raum, aber jetzt auch nichts Besonderes, deswegen 7 Punkte. Bei Port Elizabeth habe ich 10 Punkte gegeben. Da waren wir auf Safari, das war wunderschön. Und auch bei dieser Dünenkreuzfahrt oder Kreuzfahrt, naja, bei der Dünenfahrt, das sah auch super schön aus. Und am Hafen war auch nochmal wieder irgendwie so eine andere Landschaft. Also es hat mir gut gefallen, deswegen 10 Punkte. Bei den Aktivitäten habe ich in Durban 8 Punkte gegeben, also man konnte wirklich viel machen. Wie gesagt, das Umland erkunden, bei der Golden Mile shoppen gehen oder was trinken gehen oder ins Aquarium gehen. Also man konnte da wirklich viel machen und wir hatten ja auch am Ende dann noch diese Kanalfahrt und deswegen hat mir das richtig gut gefallen. Bei Port Elizabeth habe ich 9 Punkte gegeben, wir waren ja auf Safari, dann auch noch diese Dünenfahrt und ja, deswegen da 9 Punkte.
Bei dem Budget habe ich Durban 10 Punkte gegeben, also es war super günstig. Erstens die Uber-Fahrt, aber auch das Essen im Restaurant, im Hotel, was wirklich gut war. Deswegen 10 Punkte. Bei dem anderen Hafen habe ich 7 Punkte gegeben. Natürlich ist die Safari etwas teurer. Die Bootsfahrt durch die Dünen hat auch so ungefähr 25 Euro gekostet, was jetzt auch nicht so günstig ist. Von daher 7 Punkte. Beim Wiederholungsfaktor habe ich bei Durban 7 Punkte gegeben. Das war schon ganz schön eigentlich, muss aber jetzt nicht unbedingt nochmal wieder, deswegen 7 Punkte. Und bei Port Elizabeth habe ich 8 Punkte gegeben, weil ich da gerne auch nochmal andere Tiere sehen würde als vorrangig Elefanten und Zebras. Genau, und deswegen dort 8 Punkte. Aber Südafrika an sich hat mich schon sehr überzeugt. Ich will gerne nochmal nach Südafrika zurück. Also Südafrika kriegt von mir 10 Punkte. Und dann kommen wir bei Durban auf 7 Punkte und bei Port Elizabeth auf 8 Punkte. Und das war es auch schon von diesem Video. Das nächste Video ist über Kapstadt und das war wirklich traumhaft schön. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne und seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!